Da ist ein Kopf. Und hier ist die besagte Hütte. Wo wir vielleicht, oh, hier sind sogar zwei Hütten. Hier befindet sich keine Notiz. Ne? Keine Notiz. Alles klar, dann wollen wir da vorne mal hin. Und hier ist auch nichts. Außer eine Möglichkeit zu schlafen und zu speichern. Ich speichere überall, ne? Das wäre jetzt vielleicht nicht unbedingt sinnvoll. Ach genau, zwei Hütten waren da. So, wenn mich nicht alles täuscht, müssten wir uns jetzt hier... Am besten wäre es natürlich, wenn wir einfach geradewegs nach Westen bzw. Nordwesten uns wenden und die nächsten Hütten finden. Wo ist hier der Weg? Ist hier überhaupt ein Weg? Sieht gar nicht danach aus, ne? Der Dschungel ist hier so dicht. Eine interessante Steinformation haben wir hier. Das ist jetzt Norden. Dann will ich mal hier oben hoch. Hopp. Und rüber auf die andere Seite. Denn die Hütten haben ja in der Regel irgendetwas zu bedeuten. Ganz langsam. Wir sind eigentlich jetzt super ausgestattet und im Grunde genommen geht es echt sehr... Oh nee, das darf ich nicht sagen, sonst kommt die Kreatur. So. Auch nur was zu trinken. So, gluck, gluck, gluck. Waren es halt hier auch zwei Hütten nur auf der Karte eingezeichnet oder sind das drei? Nee, zwei Hütten. Na, ich kann meine Maus nicht bewegen. Ich nehme nochmal die Karte. Kann die Maus immer noch nicht bewegen. Tab. Jetzt kann ich die Maus bewegen. Sehr gut. Da unten ist noch ein Pilz. Ah, und hier können wir herausfinden, was es denn mit dieser fleischfressenden Pflanze auf sich hat. Fleischfressenden Pflanze. Das sieht wichtig aus eigentlich. Ach so, in eine Energiestimulanz hier. Das machen wir direkt mal. Ist also doch nichts Wichtiges. So, was macht das denn überhaupt? Das habe ich, glaube ich, noch nie hergestellt, ne? Ach so, ein kurzzeitiger Boost für unsere Ausdauer. Na gut, da sage ich nicht nein. Ach, das ist noch der braune Pilz, ne? Aus dem wir eine Medizin herstellen können. Und ich will hier oben noch einen speichern. Warte. Ja, ich muss trotzdem noch mal kartografieren, weil man ja so nicht die Punkte hinzufügen kann. Vielleicht wurde es ja mit dem Update verbessert. Nee, konnte man, kann man immer noch nicht. So, na komm. Danke. Und nehmen wir den Punkt da nochmal hinzu. Sehr schön. Sehr schön. So, und jetzt... Die Notiz, die wir fast übersehen hätten, noch einmal lesen. Ein Dokument über eine Mental Clarity Tonicum. Ja. Ich habe herausgefunden, dass zwei Spezies auf dieser Insel... Nein, nee, sie hat zwei Spezies gefunden, die einen medizinischen, die medizinische Bedeutung haben, die nämlich individuell in eine Mental Clarity Tonic synthetisiert werden können. Ja. Das wissen wir ja schon. Das ist ja nichts Neues. Ja, die ermöglicht uns, die Karte aufzudecken. Speichern konnte man hier aber nicht, ne? Nee. Können nur schlafen. Aber schlafen will ich noch nicht. Andererseits... Ja gut, den Pilz, da brauche ich jetzt nicht.
Mal kurz gucken. Danke. Ja, guck, den haben wir nämlich noch nicht. Mal gucken, ob wir den noch kriegen von hier aus. Ja, hier nehmen wir da irgendeinen von den zahlreichen Punkten. Ja. Sehr schön. Sehr schön. Und diese Linie hier, die führt... Das können wir gerade gar nicht sehen. Na gut, na gut. Ich mache mich mal hier auf den Weg nach Norden. Ich gucke noch einmal bei den Notizen, die wir gefunden haben. Na, da muss ich Tab drücken. Ja. Warte mal. Ach hier, da ganz am Rand. P3, das ist da, wo wir wahrscheinlich gerade sind, ne? Hm. P3, richtig. Das heißt, wir müssen im Grunde genommen nur nach Osten laufen. Ich will mich trotzdem hier an dem relativ sicheren Pfad halten. Obwohl, nee, ist ja direkt nach Osten. Oh, hoffentlich kommt die Kreatur nicht. Jetzt ist die Frage, müssen wir hier oben rauf oder unten runter? Ich fürchte, wir müssen runter. Stehen bleiben. Stehen bleiben. Okay, das heißt... Wir müssen da runter. Ja, ganz vorsichtig. Kommen wir da am besten runter? Ich glaube, da vorne her. Ja. Das kriegen wir schon hin. Ich meine, runter geht ja immer, ne? Haben wir ja schon festgestellt. Hier am Strand entlang ist auch gut. Dann haben wir immer die Hütten im Blick, wo wir speichern können. Fürchte Schlimmes. Wir müssen da rüber. Nur wie sollen wir da rüberkommen? Das heißt, wir werden auf jeden Fall... Was war das für, ist das für ein Symbol? Schnell, 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 schnell. Ja, ja. Okay, von hier aus kommen wir den normalen Weg zurück. Gut. Wir nehmen mal eben die Medizin. Schnappen uns so ein Flinsken. Rainbow-Orchidee. Die Regenbogen-Orchidee, ich dachte... Okay, Anlauf. Oh. Sehr gut. Und ich sag nichts zur Kreatur, bevor ich nicht da vorne hier bin. In Sicherheit. Da will ich jetzt mal so schnell es geht hinlaufen. Laufen vor allem. Hinlaufen. So, wird voll laut.
Drück dich mal klar aus. Wie so einen alten Pilz. Gar nicht wahr. Und was drückt man aus? Mist, wollte ich einen Witz machen, hat aber nicht geklappt. Ja, komm schon. Ich fühle mich erst sicher, wenn ich gespeichert habe. So, hier rauf. Rauf, 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 über die Treppe rauf. Einmal speichern. Hier drauflegen. Da könnten wir uns eine grundlegende Medizin rausmachen, aber nicht an dieser Stelle. So, nochmal speichern. Boah, ich muss sagen, gut gelaufen, ne? Ich bin sehr zufrieden. Ich würde sagen, wir machen jetzt uns als nächstes zurück zum Außenposten Polaris. Und dann, ja, dann müssen wir hier durch dieses unerforschte Gebiet laufen. Was aber diesmal kein großes Problem ist, weil wir hier ganz viele Punkte haben zum Orientieren und hier jetzt auch wieder mehrere Punkte haben, an die wir uns halten können. Wir haben hier auf jeden Fall die Rainbow-Orchidee gefunden, die ist zwar, heißt zwar anders, ich hoffe aber mal, dass es die richtige ist. Na gut, ich werde jetzt einfach den Weg zurückgehen müssen. Wie spät haben wir es? Lohnt es sich schon zu schlafen? Wir haben Mittag. Ach, mittags wird nicht geschlafen. Ich mache mich hier mal zurück. Sehr schön. Ich weiß nur nicht, was das gerade für ein Symbol war im Wasser. Ich habe versucht, da drauf zu klicken, aber da ist nichts passiert. Deswegen, keine Ahnung. Vielleicht kann man da dann doch irgendwie mit dem Boot oder so arbeiten. Naja. So. Und die Kreatur ist uns nicht begegnet. Das ist ein sehr, sehr großer Vorteil gewesen gerade. Ich hoffe mal, dass das Erwähnen der Kreatur jetzt nicht dazu führt, dass sie uns weniger wohlgesonnen ist und jetzt doch auftaucht. Das war auf jeden Fall gerade eine sehr angenehme Angelegenheit. Also, ich bin echt positiv überrascht. Wir haben unendlich viel, also wenn ich mal diese Aufnahme resümieren darf, während wir gerade durch die Gegend laufen. Wir haben sehr viele Punkte kartografiert. Wir haben einen Teil der Muskeldroge gefunden. Wir haben sehr viel kartografiert. Wir haben die eine Ingredienz hier für unser Heilmittel, ich hoffe mal, dass es das ist, gefunden. Wir haben eine neue Pflanze entdeckt, die hier, von der ich jetzt nochmal eine mitnehme. Und die Kreatur ist uns auf den Fersen. Siehst du, das hat man davon. Ja, wir sind ein bisschen auf sie zugelaufen. Egal, ich renne einfach. Und die Kreatur, wir sind ihr entkommen. Wir sind der Kreatur entkommen. Meine Güte, ey. So wie das hier gerade läuft. Na. Das darf ja schon fast gar nicht wahr sein. So gut kommen wir hier voran. Die Orchidee will ich mal untersuchen. Hier, blöde Ding. Legen wir mal hier auf den Boden. Agenzia Y. Wenn man das mit einer Antitoxinpflanze kombiniert. Moment mal. Moment mal. Ja. Agenz hier Y. Ah. Na 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 na. Na 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 na. Das Antitoxin. Guckt euch das an. Ja.
Ich freue mich, ich freue mich. Und ich speichere jetzt. Na komm schon, schnell speichern. Hier rauf. Und zack. Blöde Kreatur, du kannst mich mal. So sieht's nämlich aus. Meine Güte, meine Güte. Ich bin begeistert. Ich bin absolut begeistert. Und ich glaube... Ich glaube, dass das der richtige Zeitpunkt ist. Um eine kurze... Ja... Aufnahmepause hinzulegen, denn dann kann sich mein Zukunfts-Ich sehr über den bisher gemachten Fortschritt freuen. Oh, ich bin gerade, mir fällt gerade der zweite Stein vom Herzen. Der dritte Stein muss noch fallen, aber ich bin recht zuversichtlich, dass wir hier fündig werden. Denn hier vorne, es ist ja erwähnt, dass es hier Tau gibt. Ne? Das scheint dann eins der Lager zu sein. Ja, wir werden uns jetzt hier ein bisschen durchschlagen. Ich weiß nicht, was wir hier finden werden. Und dann werde ich versuchen, dieses Lager hier zu erreichen. Ach, guck mal, das ist sogar an der Küste. Da könnte ich im Grunde genommen... Ich bin ja hier an der Küste entlang gelaufen ungefähr, ne? So muss das ausgesehen haben. Dann könnte ich hier einfach an der Küste bleiben, um das Lager Tau zu erreichen. Ich will aber zwischendurch hier noch kartografieren. Ach, ist auch egal. Auf jeden Fall bin ich zuversichtlich, dass wir hier und vielleicht auch hier fündig werden und das Heilmittel finden. Und vielleicht finden wir heraus, was es mit diesem Bootlandungssteg da auf sich hat. Ja, vielleicht müssen wir da zum Schluss hin, wenn wir das Heilmittel gefunden haben. Ich speichere nochmal. Ich bin sehr, sehr zufrieden. Sehr, sehr zufrieden. Und ich hoffe, wir sehen uns wieder, wenn wir das nächste Mal Miasmata spielen. Bis dahin noch einen schönen Tag und tschüss.